zum wiederholten Male geht es halt wieder einmal darum, dass kein Regierungsmitglied es der Mühe wert findet, bei uns, ja, losen Sie einmal zu, Frau Danner, winken Sie nicht, zuerst zuhören, Sie wissen gar nicht, um was es geht wahrscheinlich, so gut wie Sie immer informiert sind. Also, es findet zum wiederholten Male in diesem Haus kein Mitglied dieser Bundesregierung es der Mühe wert, hier im Bundesrat zu aktuellen Themen bei einer aktuellen Stunde Stellung zu nehmen und mit uns zu diskutieren. Ich sage es jetzt in Worten eures ehemaligen Kanzlers, von unserer Seite her, genug ist jetzt genug. Wir lassen uns als Bundesrat oder zumindest als freiheitliche Bundesratsfraktion nimmer länger pflanzen. Um was geht's? Es geht darum, dass wir eine aktuelle Stunde anberaumt hatten mit dem Kanzler. Die haben wir nicht gestern anberaumt und nicht vorgestern, sondern diese aktuellen Stunden sind weit über ein Jahr hinweg bekannt. Denn wenn man sich zurückschaut, wann das Datum festgelegt ist, wissen Sie, was für ein Kanzler da eingetragen war an diesem heutigen Tag? Der Herr Kurz war eingetragen. Dann wurde Herr Schallenberg eingetragen und jetzt wurde Herr Nehammer eingetragen. Also das Datum war bekannt. Nun muss der Herr Nehammer halt, wie so viele ÖVP-Mitglieder, dauernd in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, das verstehen wir ja noch. Wir wollen ja auch, dass diese ÖVP-Korruption endlich aufgeklärt wird. Dann ist verwiesen worden, kein Problem, der Herr Kanzler hat ja eine Staatssekretärin in Amt und Würden und die wird kommen. Gut, dann ist die Frau Blackholm am Montag erkrankt. Heute haben wir Mittwoch. Ich wünsche der Frau Staatssekretärin gute Besserung. Und dann hat niemand der 12 übrigen Minister Zeit, hier im Bundesrat zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen. Ja, was haben wir denn überhaupt? Das ist doch ein Wahnsinn. Wir haben eine Regierung mit so vielen Ministern und Staatssekretären wie noch nie. Und kein einziger von denen findet es der Mühe wert, hier mit uns über aktuelle Themen zu sprechen. Aktuelle Themen gibt es ja en masse. Von der Teuerung bis zum Asyl-Tsunami. Die Klimaterroristen, die das ganze Land terrorisieren. Pensionisten, die nicht mehr leben können, weil sie mit dem Geld nicht mehr auskommen. Familien, die nicht wissen, wie sie heizen sollen, wie sie sich den Winter finanzieren sollen. Brennende Themen. Und kein Minister findet es der Mühe wert, hier im Bundesrat in einer aktuellen Stunde, das sagt ja schon der Titel dieser Stunde, aktuelle Stunde, findet es der Mühe wert, mit uns hier herinnen über aktuelle Themen zu besprechen. Und das Ganze hat die Auswüchse nur darin, dass diese ÖVP andauernd im Korruptionssumpf versinkt und somit halt das ganze Land, die Demokratie, den Parlamentarismus lähmt. Und das wollen wir so nicht länger hinnehmen, Frau Präsidentin. Und wir lassen uns als Bundesrat, das ist die Auffassung der freiheitlichen Fraktion im Bundesrat, nicht länger von dieser Regierung vorführen. Wir müssen so viel Kraft haben als Bundesrat, zu sagen, wir lassen uns eine aktuelle Stunde von einer Regierung nicht einfach ablassen. Wir nicht. Wir sind die zweite Kammer in Österreich. Und deshalb, Frau Präsidentin, stelle ich nun den Antrag nach § 49 Absatz 3 auf Durchführung einer Debatte über diesen skandalösen Umgang dieser Bundesregierung mit uns, der Zweiten Kammer Österreichs. Danke. Ich zitiere jetzt nur für Sie, Herr Kollege Bader, aus der Geschäftsordnung, die sollte Ihnen bekannt sein, Geschäftsordnung des Bundesrates, § 42 Absatz 1. Jede Sitzung des Bundesrates beginnt entweder mit einer Fragestunde oder mit einer aktuellen Stunde. Allein das, was heute hier passiert, ist eine Widrigkeit gegenüber der Geschäftsordnung unserer Kammer und unseres Bundesrates. Und dann, Herr Bader,
behaupten Sie in Ihrer Geschäftsordnungswortmeldung, der Kanzler und die Ministerin ist und der Kanzler und die Frau Staatssekretärin wären entschuldigt. Es liegen keine Entschuldigungen vor, Herr Bader. Die einzige Entschuldigung, die heute vorliegt, ist der Herr Kocher mit Vertretung Karner und die Frau Edtstadler mit Vertretung Brunner. Und wenn wir schon bei den Entschuldigungen sind und bei der Missachtung des Parlaments, ich habe hier über 20 Entschuldigungen allein von den letzten zwei Sitzungen. Ich kann sie gerne vorlesen. Frau Danner entschuldigt am 7. Juli. Norbert Totschnig übernimmt bis 12 Uhr, dann übernimmt Magnus Brunner. So geht man um mit uns. Caroline Edtstadler entschuldigt, Johannes Rauch übernimmt. Claudia Danner entschuldigt, und jetzt wird es interessant, für die Claudia Danner, die entschuldigt ist, übernimmt zuerst der Herr Totschnig, dann übernimmt der Bundesminister Rauch und dann übernimmt der Bundesminister Brunner. Dann geht es weiter. Caroline Edtstadler entschuldigt, übernimmt Dr. Magnus Brunner bis mittags und dann übernimmt Johannes Rauch. Bundeskanzler Nehammer entschuldigt, übernimmt Vizekanzler Kogler und dann seine Vertretung, die Staatssekretärin. Dann Bundesministerin Raab entschuldigt, übernimmt Bolaschek. Dann Karner entschuldigt, übernimmt Schallenberg. Dann Totschnig entschuldigt, übernimmt Schallenberg bis mittags, dann übernimmt Karner. Dann Vizekanzler Kogler entschuldigt, übernimmt Staatssekretärin Mayer. Dann Gewessler entschuldigt, übernimmt Kocher bis mittags, dann Zadic. Dann Gewessler entschuldigt, keine Vertretung. Die sendet überhaupt keine Vertretung. Dann Bundeskanzler Nehammer entschuldigt bis mittags. Kogler, dann Staatssekretärin Blackholm. Dann Bundesminister Schallenberg entschuldigt, übernimmt Edtstadler. Dann entschuldigt Karner, übernimmt Edtstadler. Dann entschuldigt Karner, übernimmt Susanne Raab bis 13 Uhr, dann Magnus Brunner bis 14 Uhr und danach Martin Bolaschek. Dann Alexander Schallenberg entschuldigt, übernimmt Edtstadler. Dann Karl Nehammer entschuldigt, übernimmt Vizekanzler bis Mittag, dann Blackholm entschuldigt. Karner entschuldigt, Leonore Gewessler übernimmt. Und das waren jetzt 20 Entschuldigungen nur in den letzten zwei Sitzungen. Und Sie behaupten, der Herr Kanzler und die Frau Blackholm sind entschuldigt. Uns sind keine Entschuldigungen des Bundeskanzleramtes zugegangen. So viel zu Ihrer wahrheitsgemäßen Wortmeldung, Herr Bader. Im Sinne des Antrags von Bundesrat Steiner gemäß § 49 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist vorgesehen, eine Debatte über den Antrag zur Geschäftsordnung durchzuführen. Ich lasse sogleich über diesen Vorschlag, eine Debatte durchzuführen, abstimmen und bitte jene Mitglieder des Bundesrates, die diesem Vorschlag ihre Zustimmung geben, um ein Handzeichen. Das ist die Minderheit. Der Vorschlag ist somit abgelehnt. Es findet keine Debatte statt. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Das ist sowas von bezeichnend. Zur Erinnerung, ihr seid Mitglieder des Bundesrates. Ihr seid nicht, wie der Karl Bader fälschlicherweise vermutet, das Sprachwort der Regierung. Ihr seid Mitglieder des Bundesrates und ihr müsst euch doch für die Interessen des Bundesrates und für die Interessen Österreichs einsetzen, verdammt noch einmal. Das ist ja unglaublich. Frau Präsidentin, nach diesem Skandal und diese nicht mögliche Durchführung einer Debatte über derart wichtige Themen stelle ich jetzt den Antrag auf Sitzungsunterbrechung und Stehpräsidiale. Wir nehmen die Anregung auf. Die Sitzung wird kurz für eine Stehpräsidiale unterbrochen. Ich nehme die Sitzung wieder auf. Ich darf bekannt geben, dass versucht wird, ein Mitglied der Bundesregierung zu einem aktuellen Bericht in den Bundesrat zu bitten.